Hallo und herzlich willkommen bei Springseil Power bei seilspringen-lernen.de. Heute mit dem großen Thema, ja, es hat mich auch erwischt. Aber nicht wie du jetzt denkst mit dem großen C, sondern mich hat es erwischt mit Demotivation. Genau dem Thema, was ich immer versuche, anderen beizubringen, dass sie halt motiviert sind, sich nicht demotivieren lassen. Das Gleiche hat es mich jetzt erwischt. Und zwar fast ein halbes Jahr lang. Ich bin jetzt ein halbes Jahr lang nicht Seil gesprungen, muss also wieder richtig anfangen. Und das ist aber auch deine Chance. Nämlich deine Chance mitzumachen von Anfang an, so wie ich mal angefangen habe. Vor zehn Jahren habe ich angefangen mit Seilspringen zu lernen. Und das Gleiche fangen wir heute nochmal neu an. Und du bist herzlich eingeladen, Schritt für Schritt das Seilspringen wieder oder überhaupt zu erlernen. Und so wollen wir das sehen. Ich hoffe, ich kann dich neu motivieren. Du bist Seilspringen-Anfänger, dann trag dich gerne gleich ein, weil es folgen natürlich noch weitere Videos, wo du mit entsprechend dabei sein kannst, wo du viele wertvolle Tipps und Hinweise bekommst, wo du auch ein bisschen Feedback bekommst zu meinen Hintergründen, warum ich angefangen habe, wie ich angefangen habe. Vielleicht nur ganz kurz meine Geschichte. Vor fast zehn Jahren, also sprich irgendwo am 17. oder 20. April 2012 habe ich angefangen, Seil zu springen. Beziehungsweise 2012 habe ich auch mein erstes Springseil gekauft mit damals 47 Jahren. Wenn du gut gerechnet hast, wirst du jetzt sehen, 10 Jahre später, jetzt bin ich also 57. Damals war es das, mein Springseil für Anfänger mit einer dicken Litze von Prospitrop. Ich blende dir mal ein, wo ich es damals gekauft habe. Und mit diesem Springseil habe ich, wie gesagt, angefangen. Ja, was kannst du erwarten, beziehungsweise was sind denn aktuell deine Probleme beim Seilspringen? Schaffst du es beispielsweise schon 30 Sprünge nacheinander zu machen? Schaffst du es eventuell sogar schon eine ganze Minute zu springen? Schreib mir einfach mal in die Kommentare, wo du jetzt aktuell stehst und was du in Zukunft vorhast, mit Seilspringen zu erreichen. Was soll ich dir groß erzählen? Wir machen hier einen Neustart bei seilspringen-lernen.de bzw. bei springseilpower.de und zwar mit den für mich besten Springseilen, die unten in der Infobox verlinkt sind. Du siehst sie auch noch mal liegen. Ich habe sie jetzt extra noch mal alle rausgesucht. Das sind für mich über die Jahre, heißt über die letzten 10 Jahre, die besten Springseile gewesen und sind es auch heute noch. Ich habe noch viele andere dann nach und nach gekauft, aber für mich lande ich immer wieder bei diesen Springseilen und auch bei der Springseilmatte, die extra damals für Seilspringer eben halt letztlich vom Inhaber erfunden wurde. Das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, starte durch mit mir beim nächsten Video. Da geht es darum, wie du 30 Seilsprünge lernst, beziehungsweise was die entsprechenden Grundsprünge erstmal sind. Und dann wollen wir uns Schritt für Schritt weiter vorwärts bewegen. Wir nennen das Ganze dann von 0 auf 180, aber dazu dann mehr im nächsten Video, warum 0 auf 180. In diesem Sinne, bleib gesund, René von springseilpower.de. Bis dann und ciao.